Nein, das ist Weltmeister im Bodentor, Fußball. We are from the Germany. Yes. You know the Klinsmann? Klinsmann. Die Begegnungen mit den Leuten in Südafrika, die Dorffrauen, die da bei unserem Trainingsgelände da waren, die haben immer dann nach unserem Training so ein kleines Lied immer gesungen. Das war schon. Ja, es war einfach auch hochinteressant, in ein anderes Land zu reisen, dass man in eine Gegend, wo man vorher einfach noch überhaupt nie war. Ein paar schöne Erlebnisse hat man mit Herrn Matz, kann ich das jetzt erzählen, der war da nicht dabei. Zu Unrecht. Schon damals. Anderes, aber es ist ein anderes Thema. Der Trainer dein Talent einfach noch nicht erkannt, weil du es so versteckt hast. Naja, habe ich nicht. Hab's offen getragen. Die allererste Kindheitserinnerung von mir ist Fußball, aber nicht irgendwie Verein, sondern im Garagenhof. Wir haben so eine Spielstraße gewohnt in Mainz. Wir haben in Mainz in so einer Spielstraße gewohnt. Da fällt mir ein Witz ein. Und da hatten wir einen Garagenhof. Nein. Doch, der fällt mir wieder ein. Bleibt aber immer noch die erste Kindheitserinnerung. Mainzer Hinterhof. Mainz, Garagenhof, Spielstraße und dann komplette Straße auf dem. Ja, da versammelt nach dem Kindergarten und haben gezockt. Ja, bei mir. Also ich habe ein paar Fotos dann gesehen, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mich da direkt dran erinnere, aber meine Cousins, als ich ganz klein war, haben wir noch näher am Fußballplatz gewohnt. Also Mats, als ich noch ganz klein war, bis zu meinem dritten Lebensjahr haben wir bei meiner Oma praktisch in Untermiete gewohnt, bevor wir dann ein Haus gebaut haben, oder meine Eltern. Ich durfte dann da mitwohnen. Hattest du mit das Team? Ja, die haben mich mitgenommen, ja. Ja, das fand ich auch stark. Aber da konntest du noch nicht reden, oder? Nee. Doch, ich konnte schon früh reden. Ich konnte schon reden, bevor ich laufen konnte. Und dann haben mich meine Cousins halt immer mitgenommen zum Fußballspielen. Was man halt so treibt. Hauptsache die Knie sind grün und braun und also die Hosen. Die Mama was zu tun hat. Ja, sonst wäre es langweilig. Ja. Ja. Also ich denke, das Einfluss müssen fast die Eltern haben, weil, und man ist ja als Kind jetzt nicht so, also ich zumindest nicht, dass ich da mir Gedanken mache, wer hat denn jetzt gerade den größten Einfluss auf mich, sondern als Kind, da ist ja die Welt noch in Ordnung, da lebt man einfach, ja. Da denkst du ja über nichts nach, außer, dass man Schnitzel mit Pommes und Ketchup, auf jeden Fall mit Ketchup haben will. Ja, auf jeden Fall. Und Mayo, so eine Mischung. Ja. Aber bei mir eigentlich das Gleiche. Eltern, Bruder, so. Ja. Sehe ich genauso. Die kleinen Jungs, mit denen wir Fußball gespielt haben, als wir vier waren, aber nicht mehr so erinnern. Und die hatten auch keinen Einfluss. Ja doch, da habe ich gemerkt, okay, ich kann's. Also. Oder ich kann es nicht und habe mich deshalb verbessert. Warst du auch schon körperlich? Ich war immer proper. Aber überlegen, ja. Also. Ja, ein bisschen schon. Ja. Weil in der F- und E-Jugend ist ja so, da spielt man noch mehr auf dem Haufen. Ja. Du bist dann da rein praktisch wieder Obelix, in die Römer, oder wie? Ja, ich kam schon immer mit dem Boulder aus, auch zu der Zeit. Gibt es Asterix und Obelix in den USA? Vater noch mehr als meine Mom, aber bei uns, es war nie so wirklich hochemotional, sondern immer eher rationales Denken angesagt und das, denke ich, hilft mir auch heute noch in verschiedenen Situationen einfach ruhig zu bleiben und eher, ich bin schon auf dem Platz emotional, aber nie so ausgetickt emotional, so dass ich mich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, sondern ich denke, das war schon ganz gut. Bei mir war es, ich weiß gar nicht. Vielleicht, also auch klar, vorher alles bei den Eltern sportbegeistert, die haben das gefördert, die haben aber auch nicht übermäßig Druck aufgebaut, aber so. Dann war mein Papa ja mein Trainer einmal, der hat mich immer ausgewechselt, sobald ich Gelb wegen Meckern bekommen habe. Seitdem kriege ich nie wieder Gelb wegen Meckern. Das ist... Nee, hast du noch nie? Nee, ich habe noch nie eine Gelbe, glaube ich, wegen Meckern gekriegt. Vielleicht eine einzige in der Profikarriere, aber ich glaube keine, ich glaube tatsächlich keine. Ich sage zwar meine Meinung, aber sehr rational, so wie du. Deswegen, ich glaube, das war so auch noch ein Einschnitt, aber ansonsten... Nichts Besonderes, nicht irgendwie so, dass sie gesagt haben, mach das und das oder verhalte dich so. Die zu früh zu viel Druck machen, die haben es die Kinder nicht leicht und das ist eigentlich noch nie was geworden. Das stimmt. War ich immer froh, dass die bei mir angeschaut haben, aber auch
dass es dabei geblieben ist und nicht wieder bei Kontakt auch, kommuniziert eigentlich wurde. War ich auch ganz froh, dass mein Papa jetzt auch nicht so hochklassig Fußball gespielt hat. Deswegen, also ich habe nicht immer dann bei jeder Heimfahrt nach jedem Spiel eine Lehrstunde bekommen. Er hat es zwar ab und zu probiert, aber das konnte ich ja nicht ernst nehmen. Ja, hättest du umgrätschen müssen. Du hättest ihn besser umgrätschen müssen. Ja, genau. Du musst flanken wie ich. Papa, du kannst nicht flanken. Ah ja, okay. Ja, flank so wie du denkst. Kopfschnitt. Ich hatte einen Pilztopfschnitt. Ich auch, ich weiß noch nicht wie lang. So, aber Oberkante, Augenbraue, definitiv. Die Bilder von damals. Also als Kind war ich weiß nicht, ab welchem Jahr oder ab welchem Alter ich dann schon, also ich war schon immer dann drahtig. Also als ganz kleines Kind, so bis 2, war ich auch ein bisschen ein paar Reifen. Ein bisschen knackiger und da sah ich auch sehr gut aus zu der Zeit. Damals schon? Ja, dann hatte ich eine kleine Phase, da habe ich mich so verwachsen und jetzt ist es natürlich überragend. Aber vom Spielstil war es, denke ich, ähnlich. Ja, man war halt einfach irgendwie schneller oder als Sportler, jetzt in der Fußballmannschaft, da in der F- oder E-Jugend, man hat es halt einfach irgendwie besser hinbekommen als die Mitspieler. Ich glaube ich gar nicht. Ich habe ja schon bei Bayern da gespielt. Ach so, da waren die anderen deutlich besser. In der Schule habe ich mir Selbstvertrauen geholt, um das durchzuziehen. Völlig die Frage vergessen. Ja, wegen der Zeitreise. Oder? Ach so, ja. Ah. Kleine Stupsnase, schwer vorstellbar. Ja. Topfschnitt. Mhm. Viel hellere Haare. Ja? Ich hatte so natürliche blonde Strähnchen bei hellbraunen Haaren. Okay. Geile Frise auf jeden Fall. Mhm. Hat sich aber auch verwachsen wie bei dir. Ja. Aber ansonsten. Unauffällig, würde ich sagen. Ja, man hat schon hellere Haare. Also ich hatte auch eher so ein Blond. Ja, aber das ist der größte Unterschied. Schädel war noch nicht ganz so groß, aber ansonsten. Auch schon gerne wieder Worte gegeben? Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja. Ich habe damals schon gewusst, was ich will und was ich nicht will. Bei mir gab es eine lustige Geschichte. Ich habe mal weiß nicht, wie alt ich da war, 3 oder 4. Und dann habe ich im Garten bei meiner Oma hinter das Glashaus ein großes Geschäft gemacht. Und zur Strafe musste ich das mit meiner Lieblingsschaufel aus meinem Sandkasten, der gelben Schaufel, wegmachen. Ich kann nicht mehr gewinnen gegen die Geschichte. Ne? Das Glashaus keine Chance. Wer im Glashaus sitzt, soll den Kindern nicht beim Zuschauen. Bei mir gibt es da nichts, glaube ich, tatsächlich. Ja, komm. Also die üblichen das halt. Selbst nicht. Ja, gut. Weißt, zwei Brüder, die sich gegenseitig. Ich kenne deinen Bruder, ich kenne deinen Papa. Die sich gegenseitig mal auf die Mütze gegeben haben. Ja. Aber das sind ja die Klassiker, die sind ja langweilig. Ja, ich hatte jedes Geschwisterpaar. Ja. Aber wir haben uns schon ordentlich auf die Mütze gegeben, teilweise. Also auch so, dass das dann vor Zeugen am Telefon gehört wurde und so von den Arbeitskollegen und solche Sachen. Aber. Ja, den einen Klassiker gibt es nicht. Ja, ganz normal, so wie man es halt macht. Ja. Ich weiß es gar nicht. Also wir sind vielleicht damals aus Mainz weggezogen, dann nach München. Ja gut, sowas habe ich jetzt nicht. Das war dann schon prägend, weil dadurch habe ich halt dann bei Bayern angefangen. Kurze Zeit später, 3-4 Monate. Ja, da habe ich dann am 1.10.95 meinen Spielerpass bei Bayern gekriegt. Siehst du, das ist nicht schlecht. Und dann mitagiert. Das kann man sagen. Das hat mich jetzt nicht als Persönlichkeit geprägt, aber es war zumindest ein einschneidendes Erlebnis. Ja, das ist richtig. Ja. Können wir uns darauf einigen? Ja. Ja. Wenn wir uns einigen, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen. Ja. Und auch was Besonderes. Ja, das prägt mich. Das ist ein prägendes Erlebnis jetzt. Das erste Mal, dass ich mit Mull einer Meinung war. Nach so kurzer Zeit. Ich bin mal suspendiert worden für 1 oder 2 Tage oder ein Spiel. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal irgendjemanden Trainer oder so ersetzt hättest. Weil wir hatten ein Spiel gegen eine ausländische Mannschaft und einer von den Mitspielern hat vor dem Spiel sozusagen die Gegner so beleidigt, so wir machen euch fertig, nur in drastischeren Worten. Und das hat dann da habe ich mich mit dem gestritten, habe dem gesagt, er soll nicht so irgendwie mit denen reden, das ist nicht in Ordnung. Dann hat das die Frau vom Trainer mitgehört, dem Trainer gesagt und hat diesen Streit irgendwie gepetzt. Dann wurde ich suspendiert. Ja, dann wurden wir beide suspendiert. Ja. Das ist wie wenn die Schiris da die gelbe Karte bei beiden. Obwohl der eine nur schubst und der andere macht gar nichts. Genau. Ich war Innenverteidiger auch mal, ich war Torhüter. Bei einem Turnier in Spanien war ich Torhüter, weil unser Torhüter hat sich verletzt und dann bin ich reingegangen. Warst du ein guter? Ja, hab sogar einen Elfmeter gehalten, aber wir sind trotzdem ausgeschieden im Viertelfinale dann. Und dann habe ich meinen Koffer in der Lobby stehen lassen.
Ja, heimreisen. Absichtlich? Nee, ist nie wiedergekommen. Haben sofort eine Stunde später direkt im Hotel angerufen, aber da war irgendein anderer schneller. Das ist eine klasse Anekdote. Das ist echt eine gute Anekdote. Der Champions-League-Sieg 2013 war super, aber der Champions-League-Sieg 2001 als Fan war viel größer, viel größer. Also 100%. Da wieder alle ausgeflippt sind, weil du kriegst halt dann auch, natürlich ist das für uns Spieler das, wofür wir hinarbeiten, aber du erlebst es ganz anders, weil du einfach, weil du versuchst deinen Job zu erfüllen. Wenn du in diesem Finale stehst, dann ist dein Ziel, dieses Ding zu gewinnen, und wenn du es als Fan zuschaust, dann ist es deine Hoffnung. Und dann ist das eine viel größere Explosion. Für mich, ich war da noch jünger, aber Generation Schweinsteiger, Lahm, die können ja nichts gewinnen und so. Und man hat durch diese Titel einfach Ruhe. Das war auch eine gute, super Anekdote. Der Joshua Kimmich kommt zum FC Bayern, Joshua Kimmich in den USA, Josh, kommt zum FC Bayern. Wir gewinnen jedes dritte Spiel, haben wir mit 4 Toren Unterschied gewonnen zu der Zeit, und er hat sich, dann kommen wir in die Kabine, alle duschen, packen ihre Sachen, und er hat gedacht, hey, wir haben gerade 5-0 gewonnen, dass da eine riesen Party steigt. Aber das passiert nicht, es ist, weiter geht's. Es ist einfach, ich habe ihm dann erklärt, du gewinnst beim FC Bayern nicht, damit du dich über den Sieg freuen kannst, sondern damit du am Sonntag deine Ruhe hast. Damit du einfach in Ruhe irgendwo ein Eis essen kannst, ohne dass du irgendwelche Gedanken machen musst. Und so ist es.